Hallo zusammen. Im letzten Video ging es um serielle Widerstände und in diesem geht es um parallele Widerstände. Das heißt, wir nehmen wieder so eine Batterie hier, das war Plus. Und an die Pole der Batterie schließen wir wieder zwei Drähte an. So, und hier gibt es jetzt was Neues. Hier verzweigt sich dieser Stromkreis. Gab es also jetzt zwei Möglichkeiten für die Ladungsträger. Sie können entweder hier oben rumlaufen oder sie können hier unten rumlaufen. Und an beiden Stellen treffen sie auf Widerstände. Hier ist der Widerstand R1 und hier ist der Widerstand R2. Die Elektronen, die hier aus dem negativen Pol der Batterie rauskommen, die machen sie ja wieder auf dem Weg zum positiven Pol der Batterie. Hier ist der Draht, der ideale Leiter. Da laufen Sie entlang und an dieser Stelle haben Sie die Wahl. Sie können entweder unten rumlaufen oder oben rumlaufen. Einige werden sich für den Weg entscheiden, andere werden sich für den Weg entscheiden. Am Ende kommen Sie wieder zusammen in einen Draht und laufen hier weiter in Richtung positiver Pol der Batterie. Wir diskutieren das Ganze hier wieder aus der Sicht der Elektronen. Die laufen wir so herum. Wie schon mehrfach erwähnt, ist aber die offiziell definierte Stromrichtung von Plus nach Minus. Allerdings bewegt sich nichts in diese Richtung. Das Einzige, was man tatsächlich beobachten kann, ist, dass sich Elektronen entgegen dieser offiziellen Stromrichtung bewegen, nämlich von Minus nach Plus. Hat jetzt aber für die Aussagen, die wir machen, keinen Einfluss. Denn was wollen wir denn eigentlich rausfinden? Wir wollen wieder rausfinden, wie groß ist denn der Gesamtwiderstand dieser Schaltung. Also wenn ich jetzt diese zwei Widerstände parallel habe und wenn ich das Ganze so als einen Widerstand betrachte, welchen Wert hätte dieser Widerstand? Und jetzt gehen wir es wieder durch. Wir benutzen wieder das ohmsche Gesetz. Also wir reden über Widerstände, wir reden über Strom und wir reden über Spannung. Wie sieht es denn aus mit der Spannung hier? In dem Draht soll es ja keinen Spannungsabfall geben. Das soll ein idealer Leiter sein. Die Elektronen bewegen sich hier widerstandslos. Eigentlich können wir diesen Draht als eine Verlängerung des positiven Pols der Batterie betrachten. Das Potenzial, was hier in diesem Punkt herrscht, das herrscht eigentlich im gesamten Draht bis hin zum Eingang der Widerstände. Also von hier bis hier alles dasselbe Potenzial. Und genauso ist das mit dem positiven Pol hier. Auch das Potenzial dieses positiven Pols, das herrscht im ganzen Draht. Hier, bis hierhin. Das heißt nichts anderes, als dass die potenzielle Energie der Elektronen in jedem Punkt dieses Drahtes gleich ist. Und genauso gilt das da drüben. Und wenn ich die Differenz des Potenzials, also die Spannung abgreife, wenn ich die Spannung hier wieder abgreife, die Spannung hier messe, dann erhalte ich ja die Batteriespannung. Und das ist genau dieselbe Spannung, die ich abgreife an dieser Stelle. Also hier ist dieselbe Batteriespannung, die liegt hier vor diesem Widerstand ab. Und das ist auch wieder genau dieselbe Spannung wie die, die ich messen würde, wenn ich das Ganze hier abgreife. Überall herrscht derselbe Wert der Spannung. Jetzt können wir uns mal den Stromfluss vornehmen. Was können wir über den Strom was aussagen? Machen wir es mal offiziell. Ja? Gehen wir mal hier in der offiziellen Stromrichtung. Also der Strom, der hier in dieser offiziellen Richtung hier hochläuft, der wird sich hier irgendwie aufteilen, aber wenn er wieder zusammenkommt, dann wird das derselbe Strom sein. Da kommt nichts dazu, da geht nichts verloren irgendwo. Derselbe Strom, der hier auf diese Kreuzung zuläuft, das ist auch dieselbe Strommenge, die hier aus dieser Kreuzung wieder herauskommt. Hier oben wird sich der Strom aufteilen. Der wird sich aufteilen und dann diesen unteren Teil, das sagen wir mal, hier fließt der Strom, hier unten fließt der Strom I1. Kriegt man das hin? Also hier nach unten, da fließt der Strom I1 und hier oben fließt der Strom I2. Aber ich glaube, das ist jedem eingängig hier, dass I1 plus I2 zusammen den Gesamtstrom ergeben. Wir haben ja hier keinen Zauberer, der irgendwo Elektronen aus dem Hut zaubert. Außerdem wissen wir, dass die Elektronen sich nicht stauen, weil die sich gegenseitig immer gut auf Distanz halten, dass die Elektronen sich hier relativ gleichmäßig verteilen, wenn sie hier durch den Draht laufen. Also keine Verluste auf dem Weg. I1 plus I2, das gibt den Gesamtstrom, der hineinläuft und gleichzeitig der Gesamtstrom, der wieder herauskommt. Ja, jetzt können wir aber noch mehr aussagen. Wir wissen, für den gesamten Stromkreis gilt das ohmsche Gesetz.
Also I, der Gesamtstrom, I ist gleich U, die Batteriespannung, durch den Gesamtwiderstand. Und der Gesamtwiderstand, den wollen wir ja gerade herausfinden. Das ist ja dieses unbekannte R, das wir irgendwie durch R1 und R2 ausdrücken wollen. Also das ist noch der geheimnisvolle Unbekannte, aber das werden wir schon mal jetzt bald aufdecken. Das gilt auf jeden Fall hier für den Gesamtstromkreis. Das Ohmsche-Gesetz gilt aber genauso hier in diesem Bereich, also in dem Bereich dieser 1er-Indizes. Das heißt, der Strom I1 ist gleich U1, aber U1 ist ja gerade die Batteriespannung. Also I1 ist dann U durch, ja, der Widerstand an dieser Stelle ist R1. Und genauso da oben, I2 ist gleich U durch R2. Also dreimal das Ohmsche Gesetz angewendet, einmal für den Gesamtstromkreis, einmal für diesen kleinen Bereich hier und einmal für diesen Bereich hier oben. Und dann wissen wir aber auch, dass sich diese beiden Ströme zum Gesamtstrom addieren. Das heißt, wir können jetzt diese Ströme hier durch U durch R ersetzen. Wenn wir das jetzt hier einsetzen, dann erhalten wir also U durch R1 plus U durch R2 ist gleich U durch R. Und jetzt können wir das U natürlich rausschmeißen, weil es überall dasselbe ist. Und dann steht da, wenn wir das jetzt nochmal umstellen, dann steht da unser unbekannter Widerstand oder der Kehrwert unseres unbekannten Widerstandes ist gerade die Summe der Kehrwerte der beiden Widerstände, die hier parallel geschaltet sind. Also 1 durch R ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Und wenn ich jetzt hier nicht nur zwei Widerstände hätte, sondern könnte ich ja 10 Widerstände parallel schalten. Ja gut, dann müsste ich halt hier diese 10 Widerstände hier mit dazu schreiben. Da stünde hier irgendwo plus 1 durch R10. Also diese kleine Überlegung hier, die lässt sich natürlich auf beliebig viele Widerstände hier verallgemeinern. Also hier sehen wir, wie wir den Gesamtwiderstand von parallel geschalteten Widerständen eigentlich ziemlich einfach berechnen können. Machen wir das nochmal an einem Zahlenbeispiel. Ja, geben wir uns wieder eine Batterie vor. Und zur Abwechslung machen wir mal einen etwas wilderen Stromkreis hier. Hier kommt unser erster Widerstand hin. So ist das geschlossen. Ja, und irgendwie hier, da gibt es dann diese Aufspaltung, da gibt es dann diesen zweiten Widerstand. Und das läuft dann irgendwo wieder zusammen. So könnte der Stromkreis ja auch aussehen. Und wenn ihr da genau hinschaut, dann seht ihr, im Prinzip sind das auch nur zwei parallele Widerstände. Genau derselbe Fall wie das, was wir da oben gerade gerechnet haben. Und wenn wir jetzt mal ein paar Zahlen vorgeben, dann sagen wir mal hier, das sollen 20 Ohm sein und hier dieser Widerstand, das sollen 5 Ohm sein. Und an der Spannungsquelle sollen, also an der Batterie, sollen 16 Volt anliegen. Frage ist, wie groß ist der Strom, der durch diesen Stromkreis hier durchfließt? Brauchen wir uns hier bloß diese Formel hier oben anschauen. Also der Gesamtwiderstand 1 durch R. Dann können wir gleich mal ausrechnen, 1 durch R, 1 durch R, in dem Fall wäre 1/20 plus 1/5 Ohm. 1/20 plus 1/5, das sind, wenn man das, das sind 4/20 plus 1/20, sind also 5/20 und das ist 1/4, das ist 1/4. Also 1 durch R ist gleich 1/4 und daraus folgt, dass der Widerstand gerade 4 Ohm ist. Also der Gesamtwiderstand dieser beiden Widerstände ist 4 Ohm. Und der Strom, der dann da durchfließt, ist U durch R nach dem Ohmschen Gesetz. Das wären also 16 Volt durch 4 Ohm und das sind dann gerade 4 Ampere. 4 Ampere würden hier durch diesen Stromkreis durchfließen. Vielleicht schauen wir uns noch an, wie sich diese 4 Ampere dann tatsächlich verteilen. Also hier kommen irgendwo diese 4 Ampere an und ein Teil fließt ja hier weiter durch diesen Widerstand durch und ein anderer Teil, der fließt hier runter. Wie teilen die sich auf? Nun, hier unten der Strom I1, das ist auch wieder gerade U durch R und das wären also hier diese 16
16 Volt. Und der Widerstand hier sind ja 20 Ohm. Das ist also 16 Volt durch 20 Ohm. Und das gibt mir, ich durch 4 Teile ist das hier 4 Fünftel. 4 Fünftel, das sind also 0,8 Ampere würden hier runterfließen. Und auf der Seite hätten wir 5, der I2, der andere Strom, das sind dann auch 16 Volt. Liegt da dieselbe Spannung an, aber diesmal durch 5 Ohm. 16 durch 5, das gibt also was mit 3. 3 ein Fünftel, also 3,2 Ampere. 3,2 Ampere würden hier oben lang fließen, 0,8 Ampere hier unten lang fließen. 0,8 plus 3,2, das gibt mir 4. Und 4 Ampere war ja auch gerade die gesamte Strommenge, die hier aus der Batterie entnommen wird. Also das passte eigentlich ganz gut zusammen. Ja, so viel zu den parallelen Widerständen. Und im nächsten Video machen wir dann mal ein Beispiel mit einer Kombination aus seriellen und parallelen Widerständen.